Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Team Challenge. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn A, ist das hier Part 10 dieser Challenge. B, ist das erste richtige Video in diesem Jahr. Und C, bekommt Amaya heute ihr Kind, denn sie liegt schon in den Wehen. Und ich denke, da werden wir sie jetzt auch gar nicht lange warten lassen. Wir gehen ins Krankenhaus. Aber ich denke, wir gehen alleine. Es müsste das Standardkrankenhaus sein, oder? Ich würde gerne mein Kind auf die Welt bringen. Ich habe mir auch schon Gedanken für den Namen gemacht. Es ist echt schwer, irgendwie was zu finden, aber ich denke, dass das so passen würde, was ich mir so ausgedenkelt habe. Hi Mortimer, what up in the club? So kann jetzt mal jemand dieses Kind aus ihr rausholen. Erstmal ein Selfie machen. Sie mag Berieselung nicht, es ist okay. Okay, auf geht's, ab geht's, hä? Huh? Leider muss das Kind noch wahrscheinlich ein paar Tage in der Kälte leben. Aber da können wir jetzt ja nicht wirklich was für. Wir haben gehasselt. Es tut mir ja leid. Tadashi ist nur ein Praktikant. Hauptsache, er bringt das Kind auf die Welt. We love it. Immer wieder schön. Entschuldigung, lassen Sie mich in Ruhe. Es ist ein Mädchen. Ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen gewünscht. Aber ich wäre natürlich auch mit einem Jungen zufrieden gewesen. Aber ich habe mir mehr Gedanken gemacht um den Mädchennamen, actually. Ich habe mir überlegt, dass wir sie Celeste nennen, weil ich finde den Namen sehr, sehr schön. Und da sie hier jetzt auch ein bisschen eine Berühmtheit ist, also ich meine, sie ist Newcomerin, aber die nehmen ja oft dann ausgefallenere Namen. Und ich finde das sehr, sehr schön. Und deswegen nehmen wir das doch mal. Okay, es ist wirklich nur ein Kind. Also ich wäre auch sonst gestorben, wenn es mehr als ein Kind gewesen wäre. So, und da ist die kleine Maus. Ich bin ganz gespannt. So, wie lange ist das ein Baby? 1, 2, 3, 4. 4 Tage. Okay, damit kann ich noch leben. Ich glaube, das Infant-Alter ist dann aber deutlich länger, weil wir auf langer Lebensdauer gerade spielen. Sie ist jetzt gerade auch richtig sauer. Also, we will see. So, und ich würde jetzt erstmal das hier ein bisschen anders hinstellen alles. Weil ich würde das so machen, dass man das Kind nicht so direkt sehen kann. So, wenn man das einfach so daneben stellt, die Kühltruhe. Und dann das Baby hier hinten. Also dann müsste das ja alles noch funktionieren. Und dann ist das so ein bisschen geschützter, sage ich mal. Dass man es nicht so direkt sieht. Also ich meine, es ist trotzdem voll offensichtlich so, aber playing pretend. Besser wird es hier nicht. So, wir füttern erstmal Bertha, weil sonst wird das hier ganz schwierig. Und dann möchte ich, oh mein Gott, attempt to bond with Celeste, wie süß. Also ich möchte aber die Kleidung ändern, weil ich vergesse das immer, dass das geht. Wir ziehen hier auf jeden Fall was Langes an. Oder sind das alles lange Sachen? Nee, nicht alles, okay. Ja, weil wir sind ja draußen. Ich finde wolkenloser Himmel eigentlich süß. So, dann sehen wir auch gleich, ob es möglich ist, mit ihr zu interagieren. Aber ich denke schon. Bevor sie ein Säugling wird, müssen wir aber ein Haus haben, weil sonst wird das hier echt katastrophal, glaube ich. So, zieh dir erstmal was Normales an wieder. Und dann wird hier ein bisschen gearbeitet, ne? Gehasselt. Sie schlägt erstmal den Bären. Relatable. Okay, wir haben hier Sachen, die wir verkaufen können. Das ist auch sehr, sehr gut. Ich meine, so viel fehlt nicht mehr. Aber das Problem ist nur, wir können jetzt auch nicht so krass viel Geld bekommen, weil es ist unrealistisch, wenn wir jetzt so viel reisen würden, weil wir dieses Baby ja nicht mitnehmen können. Zum einen vom Spiel selber her, als auch wenn sie das jetzt überall mit hinnehmen würde, macht ja auch keinen Sinn, weil sie wollte ja auch die Schwangerschaft verheimlichen. Also warum sollte ihr sie jetzt so sagen, so, ich hier, mein Baby. So, also sie möchte das ja so ein bisschen geheim halten. Deswegen hoffe ich, dass die Blümchen hier schnell wieder Bock haben. Und den Müll und so. Kann mein Spiel aufhören zu laggen, bitte? Lieben Gruß. Okay, die kleine Maus ist am Schlafen. Das ist gut. So, von den Teilen kriegen wir zumindest nochmal 30. Aber wir sind noch 1500 entfernt von unserem Ziel. Aber es ist machbar. Was ist mit ihr denn? Warum sieht sie aus wie ein Pirat? Hinterfrage nichts mehr. Wir können ja mal Sophia einladen. Weil Jeremy wird wahrscheinlich eh keinen Bock haben. Und ich glaube, nach so einer Geburt möchte man schon ein bisschen drüber reden, so. So, ich würde dann jetzt auch so von der Story her sagen, so von wegen, dass Sophia so sagt, so, jo, ist aber schon wichtig, dass du vielleicht, oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, dass sie so sagt, so, jo, es ist wichtig, dass du eine Verbindung mit deinem Kind findest. Und dann würde ich halt das versuchen mit dem Attempt to Bond und so. Aber Amaya steht jetzt auf Sophia. Diese Frau hat einfach auf alles und jeden einen Crush, der ihr so ein bisschen Aufmerksamkeit gibt, ne? Kann das alles nicht mehr.
Naja, sie schläft jetzt auf jeden Fall ja eh erstmal, deswegen werde ich jetzt das noch nicht machen, sondern halt eben erst, wenn sie wieder wach ist, weil sie würde sie natürlich nicht wecken, weil das würde ja mehr Arbeit bedeuten und das ist ja nicht unbedingt das, was sie jetzt gerade möchte. Ich kann nicht mehr, wieso steht sie immer auf jeden direkt? Kannst du nicht einfach mal eine Freundschaft haben? Eine ganz normale Freundschaft. Wäre zu einfach, oder? Süß. Ah, wie die beiden da jetzt hocken. Also ist schon süß, aber nee, eigentlich will ich das nicht. Okay, ich denke, wir werden stillen. Weil woher soll sie die Flaschen nehmen? Auch wenn die Flaschen natürlich hilfreich wäre, weil wir die wegschmeißen könnten. Aber wie gesagt, es ergibt jetzt irgendwie nicht so viel Sinn. Woher hat sie die Flaschen? Und dann versuchen wir mal mit ihr zu bonden. Oh, wir wurden gebissen. Warum geht das nicht? Es geht nicht. Nein. Angurren. Warum geht das nicht? Och nö. Eigentlich ist die nicht veraltet. Ich habe die aktuellste Version. Was für ein Kack. Amaya really doesn't feel like interacting with the baby right now. Ah, it took a bit of time, but Amaya is now at peace with child. Will do best to be good parent to Celeste. Okay, das ging schnell. Okay, keine Ahnung, das überfordert mich ein bisschen, aber ist auch egal. Ich meine, sie möchte ja auch alles versuchen, dass das jetzt irgendwie doch gut läuft, auch wenn es nicht so ganz ist, wie ihr Leben verlaufen sollte. Ja, mein Treffen von dem Abschlussball. Nervt mich nicht. Dann möchte ich das hier noch irgendwie schaffen. Es ist zwar richtig nervig mit dem Reden wie ein Pirattag, aber ich möchte auch, dass sie nicht traurig darüber ist, dass der Feiertag ja so blöd war. Okay, sie geht einfach. Dann nicht. Aber ich glaube, wenn die den Haken so ein bisschen haben, ich glaube, dann kriegen die zumindest kein schlechtes Moodlet. Das wäre ja schon mal ein Traum. So, wir haben ein paar Sachen, die wir wegschmeißen können. Let's go. Schon wieder eine Postkarte aus Sunset Valley. Was hat Sunset Valley, dass die immer wegschmeißen? Was ist denn jetzt passiert? Abschätzige Blicke. Hallo, was machen Sie hier? So immerhin 50. Nein, du darfst nicht mit der reden. Warum wächst die eine und die andere nicht? Wir haben Windeln. Toll. Schaut sie euch an. Och Mann. Die beiden schon wieder sauer, weil sie keine Einladung erhalten haben. Ich raste aus. Jeremy auch, ne? Nervt mich doch alle nicht. Er ist nicht mehr verknallt in uns. Okay. Also diese Gefühle springen hier von Höckchen auf Stöckchen. Kann sie versuchen zu angeln? Because we really need the money. Okay. Sie hat zumindest einen Fisch gefangen. Das sind 18 Simoleons. Haben oder nicht haben? Ja, renn zu deinem Kind. Dem wird wahrscheinlich aber auch kalt sein, ne? Weil die reagieren ja jetzt aufs Wetter. Ja, sie legt sich jetzt erstmal hin, würde ich sagen. Okay. Ach, sie wechselt schon die Windel. Perfekt. Okay, was möchte sie jetzt von mir? Babys überfordern mich. Zumindest in-game. Wer möchte nicht um 4 Uhr nachts aufstehen? Yes. Paradiesvogelpflanze, it is. Okay, fast 9000. Das ist leider nicht beendet worden, das Gemälde. Schade. 172, damit kommen wir klar. Das ist in Ordnung. Das ist jetzt nicht so viel, oder? Also, meine Meinung. Ein bisschen cheaten dürfen wir, aber nicht komplett, okay? Was möchte sie mit Luna um ein Date bitten? Sie singt schon direkt wieder Lieder. Mausi. Damit sie weiterhin im Rampenlicht bleibt, würde ich auch sagen, dass sie was in ihre Instagram-Story postet. Weil sonst fällt es ja irgendwie auf, wenn sie auf einmal so komplett weg ist. Warum ist das jetzt gesunken? Ich habe doch gerade ein Foto gepostet. Ist jetzt ein bisschen. Oh mein Gott! Das ist einfach die Hälfte gesunken. Eben war das nur noch voll. Dieses Spiel macht mich manchmal echt fertig. Ja, vielleicht kann sie mal ein bisschen joggen gehen. Okay, Mizuki hat sie gesehen. Ist halt die Frage, ist ihr wohl aufgefallen, dass hier ein Kind ist? Ich meine, vermutlich. Ist jetzt nicht zu übersehen eigentlich. Auch wenn wir es versteckt haben. Oh, hier malt wieder jemand. Danke. Vielleicht hilft uns das ja. Hier wurde auch gemalt. 300, damit komme ich noch klar. Alles fürs Kind. Das wurde auch fertiggestellt. Das sind auch 300. Dann hätten wir es ja schon fast. In diesem Part wird es wahrscheinlich soweit sein. Dann habe ich ja mit Part 10 richtig gut gewettet. Ich bin es. Amaya und Celeste sind soeben gute Freunde geworden. Das finde ich schön. Vielleicht hat sie ihr Schicksal jetzt einfach akzeptiert. Ich meine, ändern kann sie es sowieso nicht mehr. Okay, dann schmeißen wir unseren ganzen Ramsch weg. Ein Spekonium. So, dann können wir gleich noch die Windeln wegschmeißen. Ja, ich weiß, du stinkst. Du wirst es überleben. Okay. Mehr Müllpflanzen. So, und wenn wir das alles verkaufen, haben wir 290. Wir haben 10.000 Simoleons. Und das heißt, wir können ein Haus bauen. Oh, ist das schön. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen kleinen Zeitraffer. Wir sehen uns gleich. What's up? Just pay my phone bill. No fuss, red, blue, pop both pills. I'm up, still shop at Goodwill. Shut up, I'll sign my own deal. I see London, I see France. Your girl in her underpants. She said I'm a better man. At a nice place getting tan. Type out money, call me bands. Don't think you understand. Fingers shining, diamond hands. Get my bag up every chance. Whoa, hot tub on a patio. Triple X like tic-tac-toe. Money, but I think I need more.
a little bit and I'm her bone. Don't let me get in my zone. Fuck cancer, million dollar baby bitch on the answer. I bought a crib with a fence and a horse and a cow and a pig and a big red barn. I'm a rancher, just bought a camper, had to pimp the ride. And my son signed cancer, it's okay to cry. I'm a date romance, we getting french fries. Yeah, I got good manners, I'm a nice guy. And what's up, just paid my phone bill. No fucks, red, blue, pop both bills. I'm up, still shop at Goodwill. Shut up, just sign my own deal. I see London, I see France. Your girl in her underpants. She said I'm a better man. Get intense. Talk about money, call me Benz. Don't think you understand. Fingers shining, diamond hands. Get my bag up every chance. Whoa, hot tub on a patio. She relax like tic-tac-toe. Got some money, but I think I need more. She kicked up, got ghetto. Wear perfume, no cologne. Cetitos, no Patron. She my little bit and I'm her bone. Don't let me get my zone. Get bagged up whenever I want to. Flunked out of college, only reason cause I had to. Fuck that alarm, I'ma wake up when I want to. Don't win lines, yeah, even if I need to. Chores in the selfie, I really don't want to. Bills pay first in a month cause I had to. I can do whatever I want when I want to. And there ain't a thing that I can't do that I have to. Yeah. I see London, I see France. You're good in her underpants. She said I'm a better man. Had a nice place, get intense. Talk about money, call me Benz. Don't think you understand. Fingers shining, diamond hands. Get my bag up every chance. Whoa, hot tub on a patio. Triple X like tic-tac-toe. Got some money, but I think I need more. She kicked up, got ghetto. Wear perfume, no cologne. Cetitos, no Patron. She my little bit and I'm her bone. Don't let me get in my zone.
ich würde sagen, wir haben ein Haus. Also ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal. Das ist das Ganze jetzt von außen. Ich habe halt dieses Zelt behalten, weil es macht keinen Sinn, dass sie das so wegtun würde. Können wir dann halt später halt dann Sachen reintun, wenn wir halt dann einen Garten haben. Ich habe noch nicht mal hier einen Zugang. Ist halt auch ein bisschen unnötig jetzt für den Moment. Dann ist hier vorne unser kleiner Garten halt. Ich überlege, ob ich den vielleicht auch hier hin mache. We will see. Und wir haben ein paar Sachen. Also wir haben natürlich das meiste behalten so. Aber wir haben jetzt vor allem eine Küche, wo wir uns dann auch hinsetzen können. Und eben ein Badezimmer. Eine Wanne brauchen wir ja jetzt noch nicht. Dauert ja noch einen Moment, bis wir einen Säugling haben. Dann haben wir hier ein Schlafzimmer für Amaya, wo jetzt gerade noch Celeste drin ist. Aber sobald sie ein Säugling ist, bekommt sie ihr eigenes Zimmer hier unten. Und ja, es ist natürlich noch nicht wirklich krass, aber es ist etwas und ich freue mich sehr, denn die kleine Maus hat das auf jeden Fall verdient. Sie hat auf jeden Fall viel durchmachen müssen und jetzt können wir diese ganzen Sachen hier wegschmeißen. Ich würde sagen, ab dem Punkt wühlt sie jetzt auch gar nicht mehr im Müll. Also macht ja auch gar keinen Sinn mehr. Deswegen schmeißen wir die Sachen einfach weg. Jetzt verdient sie die Sachen nur noch auf anderen Wegen. Harter Arbeit. Und meinetwegen die Müllpflanzen, die nehmen wir noch. Aber ansonsten, nö, kein Müll hier für uns. Den können wir noch nicht ersetzen, aber das ist in Ordnung. Ich mache erstmal alles auf automatische Lichter. Aber ja, also fürs Erste ist das auf jeden Fall sehr cool. Wir haben auf jeden Fall einen Fortschritt gemacht. Und ab jetzt dürfte sie ja auch einen Job annehmen. Ich möchte ja auch, dass sie ja diese Videostation bekommt. Aber die kostet, glaube ich, 1800 oder so. Ich habe das eben nachgeguckt. Da müssen wir erstmal hinkommen und wir haben jetzt ja gerade erstmal ein paar wichtigere Sachen. Auch wenn das natürlich dann unsere Haupt-Income-Quelle sein wird, so. Ich würde sagen, wir nehmen auch jetzt gleich erstmal einen Job an. Ich würde sagen, Einzelhandel macht am meisten Sinn, oder? Weil die anderen Sachen, also Babysitter macht keinen Sinn, weil sie hat zu Hause ein Kind und damit genug zu tun. Barista, sie hat ja gar keine Qualifikation. Fastfood-Angestellte weiß ich jetzt nicht. Ist schon irgendwie ein geringes Niveau, vor allem dadurch gesehen. Sie ist ja ein bisschen bekannt, aber weiß ich nicht, ist irgendwie unangenehm, oder? Handarbeiterin, ja, sie ist gut, aber sie macht sie jetzt nicht unbedingt gerne. Rettungsschwimmer sehe ich nicht. Simfluencerin vielleicht, aber weiß ich nicht. Videospielstreamerin sehe ich nicht. Und das beides macht kein Geld. Also ich glaube, das hier ist auch am wenigsten peinlich in ihrer Situation, sage ich mal. Deswegen, ich glaube, das ist auch ganz gut. 33 die Stunde, 4 Stunden am Tag. Das ist echt in Ordnung. Also kann man machen. Ja, ich habe ihr auch ein neues Bett gekauft. Wurde auch mal Zeit. Ich hoffe, dass euch das vorläufige Haus gefallen wird. Klar, wie gesagt, wir richten das natürlich noch mehr ein mit der Zeit, aber mir gefällt es für das, was es ist. Wir sind natürlich noch nicht so weit, dass wir das unseren Eltern in irgendeiner Form zeigen wollen, weil dafür haben wir noch zu wenig. Also, bis wir Mizuki und Elaine einladen, würde ich halt schon, dass das Haus ein ganz normales Haus ist, ja? Wo alles Nötige drin ist, dass es gut aussieht, also hübsch eingerichtet ist, mit Deko und hier und da und jenes, ja. Weil das hier ist jetzt ja eher Mittel zum Zweck. Quasi, dass man dann am Ende sieht, das hier ist wirklich jetzt ein Traumhaus, sag ich mal. Luna möchte, dass wir vorbeikommen. Aber wie gesagt, solange das Kind ein Baby ist, gehen wir erstmal nirgendwo hin, weil wir es halt nicht mitnehmen können. Und es eben zu gefährlich wäre, es anderen Leuten jetzt gerade so zu zeigen. Jetzt ist das Kind auf jeden Fall schon mal mehr geschützt. So, und wir machen uns jetzt was zu essen, würde ich sagen. Am besten servieren wir was, damit wir für länger was davon haben. Wie wäre es mit Grillkäse? Um 19 Uhr schon komplett ausgelaugt. Aber wir müssen jetzt ja auch sagen, sie hat bestimmt beim Bau des Hauses in irgendeiner Form geholfen. Also darf man noch ausgelaugt sein. Aber sie ist schon so weit gekommen. Sie hat ein Haus, sie hat jetzt einen Job. Ja, sie hat ihr Kind akzeptiert. Also es geht ja alles in eine gute Richtung auf jeden Fall. Das alles mit, keine Ahnung, 16 oder so, läuft auf jeden Fall. Sie freut sich auch, dass sie einen Job gefunden hat. Das wird ihr auf jeden Fall gut tun, dass sie erstmal, ja, quasi auch eine Art Ausgleich hat. Nicht mehr nur rumsitzen, sondern eben auch produktiv zu sein. Sie hat kein Feuer gestartet. Das ist ein gutes Omen für dieses Haus. Vor allem, sie muss jetzt nicht mehr im Müll leben und so. Das ist ja auch halt voll schön. Ich würde dann aber auch den Part an der Stelle beenden, I guess. Ich bin so gespannt, was ihr zu all dem sagt. Also ich denke, das ist auf jeden Fall eine erfolgreiche erste Episode in 2024. Und ich bin super gespannt, wie es hier weitergeht. Vielleicht werden wir im nächsten Part schon Celeste altern. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!